So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute einfach mal wieder ein kleines Glitch-Video. Ich habe vor 3-4 Monaten so einen kleinen Bug oder Glitch in Breath of the Wild rausgefunden. Und den will ich jetzt einfach mal in einem Video zeigen. Viel Spaß! Der Point ist nämlich genau da beim Vulkan. Da, wo ich den Teleport-Medaillon hingesetzt habe, bei den Alpa-Dorf-Ruinen. Bei die Alpa-Dorf-Ruinen, das ist da, Schatz. Und genau da gehen wir jetzt mal hin. Ich sehe schon, da ist einfach eine extrem komische Wand, die war so am, außer ragt da ein bisschen. Und wenn man da jetzt auf die Wand zugeht, dann sieht man, wenn man da jetzt reingeht. Was? Ja, schaut's. Das ist nur eine normale Wand, da kann man ganz normal so halt klettern auf der. Aber wenn man da jetzt einmal unten umgeht und dann in den Bereich, dann sieht man schon, man glitscht da einfach irgendwie so durch die Textur. Die Wand ist irgendwie ein bisschen weiter hinten. Und dann kann man, wenn man die Kamera richtig hier bewegt, so ein bisschen durchschauen, was da noch so gibt unter der Wand. Schaut ein bisschen komisch aus. Auf jeden Fall, denke ich, interessant. Ja, ich hatte dann schon alles, was ich jetzt für die Folge zeigen wollte. Lul. Auf jeden Fall, ja. Ich sehe schon mal, glitscht einfach so auf die Wand. Und an einer bestimmten Stelle kommt man dann wieder so aus. Ja, dann würde ich sagen, was jetzt auch schon mit dem Video und ja, ciao. Zuckerblatt!